5, 4, 3, 2, 1. Start! Sie bezeichnen sich selbst als große Kinder. Die Slotracer aus Lauchhammer. Slotracing ist Rennsport à la Miniatur. Die Modellrennwagen fahren elektrisch und sind schlitzgeführt. Die Fahrer haben jeweils einen Handregler und können damit Geschwindigkeit und Bremsverhalten der Modellautos steuern. Ziel ist es, möglichst schnelle Runden zu fahren, ohne dass die Fahrzeuge aus dem Slot, also Schlitz, herausfliegen. Und natürlich werden auch Rennen gefahren. Es gibt da verschiedene Rennklassen. Unter anderem, was wir gerade hier sehen, ist die Klasse Mini-Z. Und zwischendurch fährt unser Hartmut noch dieses hellgrüne Fahrzeug in ein Fahrzeug im Maßstab 1:24. Worauf kommt es denn beim Rennen an? Wie kann ich denn schneller sein als mein Gegner? Tja, das hängt damit zusammen, dass ich eine entsprechende Abstimmung für mein Fahrzeug finden muss. Das fängt zum Beispiel bei der ganzen Getriebeübersetzung an. Über die Hinterräder, die kann man verschiedene Härten fahren. Es können verschiedene Federn gefahren werden, es können verschiedene Schleifer gefahren werden. Und dieses gesamte Konzept spielt miteinander und führt dann zu einem gut fahrbaren Fahrzeug. Und was gar nicht vergessen werden darf, der sogenannte Bahngrip. Man kann auf die Bahn draufpassen, die klebt leicht. Und da gibt es sogenannte High-Grip-Verhältnisse und es gibt auch Low-Grip-Verhältnisse. Und darauf muss man sich auch einstellen. Das ist ja fast so wie bei der Formel 1. Das ist wie bei der Formel 1, aber im kleinen Maßstab. Die Rennbahn besteht aus Holz und ist ein Eigenbau. Sie ist die einzigste in unserer Region. Die Bahn hat einen Spurabstand von 12 cm. Die braucht man, um mit den 1:24ern fahren zu können. Die Spurlänge ist 30 Meter, ist aber von Bahn zu Bahn unterschiedlich. Es gibt auch längere und kürzere Bahnen. Die Rundenzeiten bei uns sind ungefähr 6,1, 6,2 Sekunden, wenn man gut fährt. Der Rekord liegt bei? 5,9. Hängt aber von der Klasse ab. Wer hat den aufgestellt, einer von euch? Nee, hat jemand anders aufgestellt. Ja, die Autos sind alle selber hergestellt. Wie lange braucht man denn für so ein Modell? Tja, das ist ganz unterschiedlich. Man kann sich entweder direkt ein Chassis fertig kaufen, dann hat man nur noch die Achsen reinzumachen, die Räder gibt es dann fertig, oder man kann das Ganze auch in Eigenregie zusammenbauen, einzelne Felgen, einzelnen Moosgummi, ein Leitgürtel zurechtmachen, Motoren zurechtmachen. Und natürlich auch die Karosse kann man fertig lackiert kaufen. Man kann natürlich auch ein sogenanntes White Kit erwerben und kann das nach seinen Wünschen gestalten. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere Lauchhammeraner noch die Station Junger Techniker in Lauchhammer Ost. Da haben sie angefangen 1978 mit diesem Sport. Und das sind alte Modelle. Vielleicht können wir dazu mal ein paar Worte sagen. Ja, alte Modelle, wo wir 1990 praktisch aufgehört haben und so der Koffer in die Ecke gestellt wurde und jetzt eben halt wieder neu angefangen wurde. Und also 78 hatten wir angefangen, Station Junger Techniker. Das war eine kurze Zeit, dann wurde der Platz eben zu klein und dann sind wir nach Lauchhammer Süd ins GSD-Zentrum umgezogen. Zu DDR-Zeiten musste natürlich viel improvisiert werden. Für die Herstellung der Reifen mussten zum Beispiel vietnamesische Badelatschen herhalten und als Schmiermittel fungierte DDR-Hustengel. Die heutige Technik lässt das Männerherz natürlich viel höher schlagen. Das Slotway-Team Lausitz, so die offizielle Bezeichnung, ist übrigens schon am 24. Januar Ausrichter des ersten Lausitzer Seenlandpokals. Besucher sind willkommen. Auch generell suchen die momentan 5 Slotracer weitere Mitglieder. Wer möchte, kann auch gerne mal auf unserer Webseite rumstöbern, www.slotway-lausitz.de und weitere Informationen holen oder schreibt uns eine E-Mail oder ruft mich halt an. Man kann natürlich, wie gesagt, auch gerne gucken kommen. Und am 24. ist das Rennen. Ab 9 Uhr wird geöffnet sein. Und wir fahren dann hier ein sogenanntes Langstreckenrennen im Team mit jeweils 2 Mann. Und das geht dann bis in die Nacht. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Die Modellautos sind so schnell, dass man Mühe hat, mit dem Auge zu folgen. Viel Feingefühl und Übung ist erforderlich, um flüssige, schnelle Runden zu fahren. Das Geniale an diesem Sport, dass man einfach auch mal abschalten kann. Man beschäftigt sich mal mit anderen Dingen neben der Arbeit. Das ist ganz wichtig und man sieht an unseren Mitstreitern da hinten, denen geht es ziemlich genauso wie mir. Einfach mal weg von der Arbeit, mal was anderes machen, sich auf dieses Fahrzeug zu konzentrieren, sich mit dieser ganzen Modelltechnik zu beschäftigen und so weiter.